So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion. Wir sind hier am munteren Blindenschrift lesen. Das ist eine Statue, ja, wie der gleiche Text wie beim letzten Mal. Ein Körper aus Eis, ein Kopf aus Stein. Oh, ich habe vergessen zu heilen, verdammt. Egal, jetzt als erstes muss der Quickball. Kaltschrift als Strafe, ja, richtig. Wenn sich wieder einer meiner Schüler beschwert, dass sie nichts lesen wollen. Die kriegen dann den ganzen Mist hier. Erst das hier, dann Keilschrift. Beides. Maximale Bestrafung. Ich wusste, Hypertrank halt hier 200. In Pokémon, Dings? In Pokémon Karmesin halt es nämlich nur 120. Man wird von vorne bis hinten beschissen. Okay. Ich schmeiße einfach mal einen Great Ball zwischendurch, damit wir nicht so viele Hyperbälle verbrauchen. Während der eh noch giftet. Oh. Okay. Das Ding hat das funktioniert. Welchen wollt ihr? Den mit Eis oder den, der so komisch guckt? Welcher darf sein? Alle sagen Eis, dann gibt's den Eisigen. Okay, wartet mal, ich packe jetzt direkt mal wieder Medizin aus. Ja, Bananen. Ich zeige Ihnen Bananen. Und dann gucken wir hinter Tür Nummer 3. Gott, jetzt ist alles. Ja. Lumi, letztes Wort. Melody. Rest der unteren Zeile. Also alles. Du bist schnell. Melody, alles bis auf das letzte lange Wort. Lumi, du machst das letzte Wort. Dabo, du übernimmst die drei Wörter in der ersten Zeile. Ich übernehme die beiden langen in der ersten Zeile. Und go. Most. Dein Hirn ist im Urlaub. Verdammt, Lumi. Aus. Maus Precise. Das ist ein O. Das ist ein U. Das ist ein S. Most precious. R. So, Dabo, ich brauch dein Zeug. Arde. Melody, wie weit bist du?
brauche euch. Most precious are the rarest. They must remain untarnished. Untarnished. Okay. Das heißt, Gold darf ich nicht belegen, oder wie? Wenn ich das richtig verstehe. Aber jetzt habe ich nur noch einen Stein. Achso, ich muss dann aufs Letzte. Nee. Die seltensten, ehrlich gesagt, sind Gold. Achso, stimmt, ich muss ja dann noch das Ding drücken. Das ist ja problematisch, wenn mir ein Stein fehlt. Den Mast. Also habe ich das richtig verstanden, ne? Most precious are the rarest, they must retain untarnished. Dass die ungedrückt bleiben müssen, die goldenen. Aber wie drücke ich dann die letzte Platte? Oder muss ich es genau andersrum machen? Die normalen nicht drücken. Also alles, was nicht wertvoll ist. Das hat kein Ding, Ding, Ding gemacht. Wenn es nicht Ding, Ding, Ding macht, glaube ich nicht dran. Oder muss es wieder so mit Reihenfolge sein? Dass ich jetzt alle weglege und dann... Oh, oder dürfen die gar nicht erst gedrückt werden? Kann das sein? Help! Hilfe! Also untarnished war so ungetrübt, unangegriffen. Vielleicht darfst du nicht drüber gehen. Okay, dann stelle ich mal auf langsam.
bin hier über eins drüber gelaufen. Mach die mal in der Reihenfolge. Ich drück die in der Reihenfolge und... Und ich laufe jetzt mal nicht drüber. Also ich mache alles, was ich tun soll, genauso wie ich es tun soll. So, das sind ja jetzt die mit dem geringsten Wert. Als nächstes wären das die Bronzen. Und zum Schluss wären es die Silbernen. Aber da tut sich halt nichts. Ich kann das Ding nicht drücken. Mir fehlt ein Stein, dass ich das letzte mitdrücken kann. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Wer macht mir den Erklärbär? Wer hat eine Ahnung? Wer hat eine Idee? Da muss ich die wieder in so einer komischen Reihe machen. Aber in der Reihe kriege ich die ja jetzt nicht. Beziehungsweise doch würde ich schon. Ich berühre einfach mal nichts davon und baue mal hier wieder so eine Reihe auf. So. Soll ich die vielleicht so umzingeln? Die goldenen, dass die nicht vom restlichen angekratzt werden können? Aber dann wird es ja keinen Sinn machen, dass ich ausgerechnet die eindrücken kann. Drückt man nur die goldenen ein. Jetzt habe ich drei über. Wenn ich jetzt nur die teuersten eindrücke, dann wären das die silbernen. Und dann wird halt wieder einer für Bronze übrig bleiben. Also ich bräuchte halt echt Hilfe von euch. Ich nichts verstehen. Mir fehlen eins Stein. Bronze hat doch auch drei, oder? Bronze hat drei, ja. Meinst du, weil ich sechs Steine habe, soll ich einfach mal alles auf Gold und auf Bronze stellen? Ist das Silber oder Platin? Es müsste... Also im letzten Raum war es Silber.
Okay. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht verstanden, warum, weil das Wertvollste ist Bronze nie und Gold, egal ob das Silber oder Platin ist. Und unbefleckt gelassen haben wir es jetzt auch nicht gerade. Außer das hier wäre halt noch irgendwas Teureres. Also irgendwie passt ganz und gar nicht. Das passt irgendwie nicht zum Rätsel. Liebe Entwickler, da noch mal drüber gehen, falls ihr das seht. Ja, ein Kopf aus Stahl, ein Körper aus Stein. Auch wenn das irgendwie halbe halbe ist. Oh, das ist ein ganz komischer Mischmasch. So, ist der letzte Quickball. Arrogantos! Guten Abend auch dir, du Fusionsverrückter. Hast du nur die 7 Dragon Balls? Und wenn du es nochmal fragst, ne? Dann sind die nächsten Bananen für dich. Aber hallo Arrogantos, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast auch Spaß am munteren Fusionieren. Ah. Oder erklär uns. Ja. Liebe Entwickler, erklärt uns bitte den Hintergrund hinter diesem Rätsel. Das haben wir nicht ganz gerafft. Du bist momentan krank und liegst auf der Couch. Da wünsche ich gute Besserung. Also mir geht's auch gut. Ich glaube, dem restlichen Chat geht's auch relativ gut. Ja, es geht zurzeit viel rum. Ein Schüler von mir liegt auch mit Grippe im Bett. Der musste heute schon absagen. Bin mal gespannt, wann es die nächsten erwischt. So, bevor sich das Vieh jetzt totgiftet, wird es erstmal auf Eis gelegt. So. Wir haben nicht mehr viele Hyperbälle. Zum Glück brauchen wir nicht mehr so viele. Hast auch seit 2 Tagen Husten, aber sonst bist du relativ fit, ja. Ruht euch alle aus, werdet alle gesund. Seit wann ist hier eine Treppe? Ihr habt doch keine Bälle mehr. Ein Körper aus Stein, ein Körper aus Eis, ein Körper aus Stahl. Wenn die 3 Pokémon kombiniert werden, erscheint der König. Da ist der König. Problem ist, ich habe jetzt keine Dingsbällchen mehr. Keine Quickballs. Das heißt, wir gehen direkt aufs Ganze. Ja, als ob du es geahnt hättest, Regigigas. Aber wir schinden jetzt ein bisschen Zeit. Bis der ein bisschen geschwächt ist, weil wir haben echt nicht mehr so viele Bälle. Aber es bietet wieder viel Platz zum Fusionieren. Was wir da jetzt alles gekriegt haben. Zumindest kommt der King ohne Rätsel. Ja. Ich hab, ehrlich, ich hab eben auch gedacht, wenn das Vieh kommt, es hat jetzt auch noch ein Rätsel. Dachte, wir müssten jetzt auch noch Blindenschrift für den machen. So, der wird auf Eis gelegt. Frostball. Moment, was? Du hast dich direkt wieder befreit. Bleib im Frost. Ich muss dich fangen.
Wenn unsere Hyperbälle leer sind, müssten die Timerbälle stark sein. Ach, wir haben ihn. Okay. Oh Gott, Dabo, wähle uns nicht noch mehr. Boah, das finde ich, das sieht heftig aus. Oh, ich will, dass das einfach nur so da sitzt. Es gibt eine sich anhaltende Legende, das sagt, dass dieses Pokémon Kontinente mit Seilen zusammengezogen hat. Raus hier. Ich will einfach nur noch nach Hause. Wolf, bitte übersetzen. Sekunde, ich brauche mein Handy wieder, weil ich habe jetzt die Tafel nicht. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Hä? Als erstes ein Capital Sign? Fuck. Moment. Nehmen wir vielleicht eine andere Liste, vielleicht ist die ein bisschen besser. Nur ein Punkt unten rechts. Was ist denn ein Capital Sign? Oder sollte es sagen, großes H? Dann wäre es Hallo? Hallo Wolf? Ich brauche inzwischen das Ding schon gar nicht mehr. Okay, dafür brauche ich's. Oder warte mal. Wie geht es? Nee. Wie geht? Doch, wie geht es? Dir? Und das letzte soll wahrscheinlich ein Fragezeichen sein. Gut, und dir, Dabo? Ah, also inzwischen muss ich sagen, ich habe das jetzt tatsächlich ohne mein Handy geschafft. Einfach, weil ich inzwischen den Scheiß sogar lesen kann. Das ist das Schlimme. Das hat es uns angetan. Oder das hat es mir angetan. Ich kann inzwischen so halbwegs Breitschrift lesen. Das Spiel bildet. Ja. Und das reißt an meinen Nerven. Aber wir haben es geschafft. Very nice, very evil. Ja. Ah. Aber nachdem man die ganzen Texte übersetzt hat, kann man das tatsächlich. Ultra Ball, den Fehler machen wir nicht nochmal. So, ich brauche wieder neue Bälle. Ja, wir nehmen mal, was weiß ich, 60 Stück mit. Wo habe ich denn nochmal die Quick Balls hergekriegt? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, Lumi, du wolltest vorhin fusionieren und ich habe dir deinen Ausdruck geklaut. Mit was wolltest du deinen Ausdruck kombiniert haben? Wir mehr Fremdsprachen lernen. Pokémon Infinite Fusion zocken, richtig, richtig. Vergesst diese mörderische Eule. Nehmt das hier. Porygon, nächste. Gibt's nicht. Sorry, Lumi.
Haben wir nicht. Tipp, mach mal die Hotelaufgaben für den Infinite Splicer. Es gibt einen Infinite Splicer, der Typ hat gesagt, der hat nichts mehr für mich. Deswegen habe ich aufgehört, die Hotelaufgaben zu machen. Hat er mich belogen? Hat der Sack mich belogen? Teleportiere jetzt zum nächsten Hotel. Scheiße, in der Stadt gibt es kein Hotel. Du hast irgendwann den Infinity Splicer bekommen. Zu mir hat der Typ gesagt. Ah, jetzt gibt er uns den GS-Ball, okay. Den haben wir zwar schon gemacht, aber ist okay. Ja, hier, I have no more rewards to give you for helping all these people. Aber schön, dass wir noch einen zweiten GS-Ball kriegen. Wir haben zwar Celebi schon, aber... Da wäre noch die Frage, möchtest du das nächste Legi heute noch angehen? Was ich hier lese, hat es eine Chance zu erscheinen und die soll nicht hoch sein. Weiß ich nicht. Was heißt denn Chance zu erscheinen? Wo müssten wir hin? Was müssten wir tun? Wen müssten wir umbringen dafür? Ist es das letzte legendäre Pokémon, was wir kriegen? Bewegen wir uns tatsächlich in diesem Spiel auf ein Ende zu? Dieses fähig, ne? Die Box und nie wieder angucken. Obwohl, dann machen wir es anders. Dann trainieren wir heute eure Pokémon noch fertig. Was haltet ihr davon? Ihr hattet doch ein paar Pokémon, die ihr gerne entwickelt gesehen hättet. Die können wir jetzt entwickeln. Und noch ein bisschen Geld farmen. Ja, die haben viel mittlerweile geändert. Gut, dann würde ich aber erstmal den Part beenden. Die Leute auf YouTube lassen jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Infinite Fusion. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.